Also, hallo meine Lieben, also wir machen jetzt unser nächstes Projekt und das wäre nämlich ein Kratzbild. Das kennt ihr sicher, also es gibt es sehr oft zu kaufen, dass man eben so eine schwarze Fläche hat und dann kratzt man ein bisschen rum und dann auf einmal kommt eine ganz tolle Farbe oder Metallic kommt dann hervor. Und sowas können wir ganz leicht selber machen. Das Einzige, was wir brauchen, sind Wachs oder Ölkreiden und ganz normale Deckfarben. Das geht ganz leicht. Und zwar anfangen tun wir einfach, dass wir einfach mit den Wachsmalkreiden eine Fläche ganz dick mit der Farbe anstreichen. So dick wie möglich, damit ja kein Weiß vom Papier mehr übrig bleibt. Das kann ganz schön anstrengend werden. Und ich empfehle euch, helle Farben nehmen. Helle Farben. Kein dunkelbraun, schwarz schon gar nicht. Lila wird auch ein bisschen zu dunkel sein. Aber im Rot, Orange, Gelb, Hellblau und Grün, das geht ganz gut. Aber da könnt ihr euch auch dann noch spielen. Da könnt ihr ausprobieren, wie ihr wollt. Ich in meinem Fall, ich habe jetzt Rot, Orange und Gelb ausgesucht. Und die Farben möchte ich jetzt auch dann auch noch probieren zu mischen. Möchte ich nur schauen, dass ich da wirklich schön den Auftrag, die ganzen weißen Pünktchen noch beseitige. Die sollten im besten Fall gar nicht mehr da sein. Warum? Das werdet ihr nachher sehen. So, hier mag ich jetzt langsam mischen. Das heißt, hier drücke ich weniger auf. Das Rot ein bisschen runterziehen und jetzt nehme ich die Orange. Hoppala, die fliegt mir schon entgegen. Die ist abgebrochen. Na gut. So, und hier drücke ich jetzt mit der Orange ganz dick auf und mische es in die Rot hinein. So. Na, das schaut ja schon vielversprechend aus. Das ganze Weiß vom Papier beseitigen. Nur noch Farbe wollen wir sehen. So. Ah, so gefällt es mir. Das geht ganz schön in die Armmuskeln. Wenn man da die ganze Zeit aufdrückt, das spürt man schon. So, und jetzt wieder schwächer werden, auslaufen lassen. Und ich nehme jetzt meine Gelb. Dann schaue ich, dass ich mit der Gelb die restlichen weißen Tupfis loswert. Und das schaut ja schon ganz toll aus. So. Und dann möchte ich noch bis ganz nach unten kommen. Dann bin ich zufrieden. So ungefähr möchte ich das haben. Yep. So, und auch hier bei der Gelb ist das schwer. Da sieht man kaum die weißen Tupfen vom Papier. Aber sie sind noch da. Die muss ich jetzt loswerden. Sonst macht das nämlich später Probleme. Ganz fest aufdrücken. Alle Tupfen beseitigen. So, das schaut schon fast aus wie ein schöner Sonnenuntergang. So schöne Farben haben wir da. So. So, und wenn das getan ist, kommt der nächste Schritt. Und zwar brauchen wir jetzt nur die schwarzen Eckfarben. Und da ist es wirklich wichtig, ganz viel Farbe. Ganz viel Farbe und so wenig Wasser wie möglich. Und das pinseln wir jetzt ganz schön dick über die Farben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir kaum was noch vom Papier quasi durchscheinen lassen zwischen den Wachsmalstiften, weil sonst wird sich das nämlich ins Papier saugen und dann haben wir überall die schwarzen Flecken und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ein Kratzbild machen. So, deswegen malen wir das jetzt so dick.
Wenn ihr wollt, könnt ihr auch rausfahren, dass das ganze Blatt schwarz wird. Aber ich habe es so lieber, wenn ein bisschen der Hintergrund noch hervorscheint. Da sieht man wenigstens, wo welche Farben sind. Und ihr seht, wenn irgendwo ein bisschen mehr Wasser ist, dann hebt sich das richtig ab von den Wachsmalfarben. Die können sich nämlich nicht vermischen. Hier sieht man es jetzt ganz gut. Wachsmalstifte und Wasserfarben können sich nicht mischen. Die stößen sich voneinander ab wie Öl und Wasser. Darum heißen sie auch so. Mhm. Ölkreiden, genau, und Wasserfarben. Das ist das gleiche Prinzip. Sie vertragen sich nicht miteinander, die stoßen sich ab. Aber wenn wir jetzt die Farben da auftragen, verdunstet das Wasser in den Wasserfarben und nur die Farbe bleibt ziemlich kreidig übrig. So wie die Tafelkreiden, die sind dann ganz trocken, die Farben. Also das Schwarz ist dann ganz trocken und das kann man dann wegkratzen. Zumindest wäre das jetzt das Ziel von diesem Projekt. So. So, ich habe so weit eingeschwärzt, wie ich es wollte. Und jetzt muss ich geduldig sein. Das muss jetzt trocknen, bis das ganze Wasser verdampft ist. So, und jetzt mache ich eine kurze Pause. Bis gleich. So, meine kleine Trockenpause ist jetzt vorbei. Bei mir ist jetzt das ganze Wasser verdampft und man sieht schon, da ist jetzt alles trocken. Ganz schön. Und jetzt können wir probieren, zum Beispiel mit Zahnstöchern oder mit Münzen, dass wir jetzt wegkratzen, was wir wollen. Jetzt kommt es eben darauf an, was wollen wir machen. Ich würde jetzt vorschlagen, einfach mal vielleicht ein Feuerwerk. Und jetzt können wir gleich schauen. Ah, super, das haben wir ganz schön und richtig gemacht. Ich kann das Schwarz schön wegkratzen. Und mache jetzt ein Feuerwerk. So, ein ganz tolles, spritzendes, explodierendes Feuerwerk. Ganz schön ist das. Und vielleicht wegpusten, das was man wegkratzt hat, sonst macht man Flecken. So, und jetzt kann man sich natürlich aussuchen, was für Art von Feuerwerk, in welche Richtung explodiert, hat verschiedene Formen. Sind es sternförmige kleine Feuerwerke oder wie ein richtiger Goldregen? Können vielleicht auch kleine Sterne machen, die funkeln. Da kann man jetzt wirklich machen, was man will. Falls euch die Feuerwerke zu schwierig sind, ihr könnt auch kleine Herzen machen und große Herzen. Ihr könnt Sterne machen, Monde, ihr könnt einen Sternenhimmel machen. Wenn ihr den Hintergrund blau macht, zum Beispiel hellblau, dann könnt ihr einen ganz schönen Sternenhimmel machen. Ich mache jetzt auch ein paar Sterne dazwischen. Die leuchten dann richtig raus zwischen den schwarzen Farben. Das ist echt toll. So, dann mache ich da noch ein kleines Feuerwerk. Und da auch. So, dann noch ein großes. Ja, beim Gelb sieht man das dann ganz schön, wie die Farben rauskommen. Natürlich jetzt mit dem hohen Kontrast, nämlich leuchtet das richtig raus. Deswegen helle Farben nehmen, weil beim Schwarz kriegt sie dieses super tolle, schöne Leuchten raus. Und wieder ein paar Sternlis. Vielleicht jetzt
dazwischen noch eine kleine Sternschnuppe. Da ist richtig was los an ihm. So leicht kann man ein Kitzbild selber machen. Man braucht nur Wachs oder Ölkreiden und einen ganz normalen Deckfarbenkasten. Und halt ein paar Ideen, was man machen möchte. Ihr könnt es dann zum Beispiel auch Grußkarten selber so gestalten. Was ihr wollt. Oder Porträts rauskratzen. Da kann man so viele tolle Sachen draus machen. Natürlich auch was schreiben drauf, wenn ihr wollt. Ja, schauen wir mal, wie das funktioniert. Das funktioniert sehr gut. So. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit und ja, seid kreativ, macht's, was ihr wollt. Da kann man so viele coole Sachen draus machen und ja, wäre toll zu wissen, was ihr für Ideen dazu hättet und mir das schreibt, das wäre ziemlich cool. Kleiner Tipp noch von mir, macht's nicht so ein riesengroßes Bild, weil das ist echt anstrengend mit den Ölkreiden, da geht euch wirklich die Kraft aus in den Armen. Fangt's klein an, macht's keine Ahnung, wie so ein kleines A5-Heftchen könnt ihr machen. Das heißt, ihr schnell fertig mit dem Ausmalen, mit dem Wachskreiden und das Kratzen ist dann, glaube ich, auch nicht so anstrengend. Also ja, viel Spaß damit. Bis bald.